treffen. Sromka, Kriegshäuptling. Wir haben die Streitmacht der Menschen vom Festland vertrieben. Aber offenbar haben sich Admiral Proudmoore und seine Matrosen auf die Insel Terramoor in Sicherheit gebracht. Ich wünschte, es wäre vorbei, Rexar. Aber solange Admiral Proudmoore lebt, wird er uns immer zujagen. Wir müssen den Angriff fortsetzen und Terramoor belagern. Ich bete nur, dass Jaina in Sicherheit ist. Sie hatte nichts mit dem finsteren Plan ihres Vaters zu tun. Doch leider haben wir keine andere Wahl, als ihre Zitadelle zu erobern. Ist da gerade etwa der Panda-Bär noch im Video gestorben? Das sah ja witzig aus. So, haben wir es geschafft. Sehr, sehr schön. So, warte. Ah, Akt 3. Glanz und Glorie. Kurze Zeit später versammeln sich Thrall, Rexar und die Krieger der Horde am Ufer, um ihren letzten Angriff auf die Bastion des Großadmirals auf der Insel Terramoor zu planen. Kriegshäuptling, unsere Truppen sind bereit, aber der Admiral hat einen Blockadering von Kriegsschiffen um Terramoor zusammengezogen. Ihrer Feuerkraft sind wir nicht gewachsen. Verdammt, ich hätte früher daran denken sollen. Wir müssen einen Weg finden, um... Thrall, Rexar, ich komme in Frieden. Ihr müsst mir glauben, ich hatte nichts mit meines Vaters Plänen zu tun. Ich wünschte, das alles wäre nicht passiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben gemeinsam auf vielen Schlachtfeldern Blut gelassen, Jaina. Als Verbündete trotzten wir unzähligen Gefahren. Aber euer Vater bedroht die Sicherheit unserer Nation und die Zukunft meines Volkes. Ihr wisst, dass dies ein Ende haben muss. Ich weiß, Thrall. Tut, was ihr tun müsst. Auf einer Insel in der Nähe gibt es einen Hafen der Goblins, wo ihr Kriegsschiffe für euch finden könnt. Damit könntet ihr den Blockadering um Terramoor aufbrechen. Doch verschont bitte meine Männer, wenn ihr könnt. Mein Vater wird versuchen, sie gegen euch zu benutzen. Aber wenn dies vorbei ist, werden sie meine einzigen Angehörigen sein. Bitte tut es. Für mich. Wir tun, was wir können, Jaina. Ihr habt mein Wort. Und nun zieht ihr euch besser zurück. Die Schlacht beginnt in Kürze. Unsere Streitkräfte sind bereit, Thrall. Jetzt oder nie. Erledigt ihr das, Rexar. Terramoor ist unser Treffpunkt. Natürlich. Wir werden wieder mal alles erledigen und da ist der Panda-Bär. So, Hauptquest. Meere aus Blut, den Goblinhafen sichern und die Schlachtschiffe zerstören. 0 von 6 zerstört. So, ich würde allerdings das erst in der nächsten Folge machen, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme, je nachdem wie ich es schneide. Also, bis gleich. So, willkommen zurück bei Warcraft Reise Frozen Throne in der Bonuskampagne. Bevor wir loslegen, noch eine ganz kleine Info am Rande. Ich habe ja erwähnt, dass ich mit Star Citizen anfangen will nach dem Warcraft 3 Let's Play. Ich habe mich aber jetzt entschieden, weil der Testserver da aktiv ist und so weiter, das schon ein bisschen vorzuziehen. Das heißt, es läuft gerade beides noch simultan. Ist ein bisschen mehr Aufwand für mich, aber soll ja euer Schaden nicht sein. Ihr könnt ja mal reingucken. So, und da würde ich hier jetzt einfach mal gucken. Ja, wir gehen hier lang. So, ah ja. Ich handle instinktiv. Ihr rotzt mal alle weg, kein Problem. Klong. Kein Problem, ganz easy alles. Eine fette Base hier, hm? Bisschen heilen nebenbei. Die Schweine haben echt sehr, sehr lange Cooldown. Also dafür, dass die gar nicht so stark sind, also sind auch nicht schlecht, aber... Ja... Hier gibt es auf jeden Fall Besseres als die Schweinchen da. So, na gut, machen wir mal die Base hier einfach mal platt. Bum, die dumm, die dumm. Ja,
Ah, das dauert ein bisschen, aber ich denke, das ist richtig, dass wir das hier alles zerstören. Ich hoffe es jedenfalls. Wir werden es gleich sehen. So, Schweinchen hier ranholen. So. Lass einfach mal. Ach, Mann. Machen wir mal den hier. Geht vielleicht besser, weißt du? So. Weil die zerstören nämlich auch gleich die Gebäude mit. Ah, schade, hier hinten kommt es nicht mehr ran. Naja. So, dann kann er hier mal reinrotzen. Wusch. So. Das ist alles erledigt. Dann würde ich sagen, ein bisschen hier unten ist noch was. Da toben wir uns auch noch natürlich. So. Ah, komm, ich auch mal den hier an. Ein bisschen mehr Power, weißt du, geht es ein bisschen schneller. Hier oben ist alles weggerotzt, genau. Ja, die Boote, die muss ich bestimmt auch noch zerstören. Nein, mein Bärchen ist kaputt. Armes kleines Bärchen. Oh. Ja, diese Pandas, die kriegen auch gut aufs Maul, ne? Mal hier, Shockwave. Bam. So, oh, der geht aber gut down gerade. Heilung. Ah, hier ist ein Held. Wo ist denn der? Da unten. Okay, der hat gerade Gottes Schild an. Was? Oh, der Panda ist gestorben. Shit. So, warte mal. Ein bisschen konzentrieren wir ganz kurz. Heilen, heilen, heilen. Zack. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Mist, da hat kein Mana mehr. Mal Schweinchen rausholen. Mal heilen. Und dann geben wir ihm hier. Wo ist jetzt der Paladin? Da. Ach, natürlich. Na komm, dann holen wir uns mal hier eine Erzmagie. Ja. Kein Mana mehr. Gut. Klong. Oh, stirb, Erzmagier. Sehr gut. Ein Folien des Wissens. Nehmen wir mit. Und dann noch der Parler hier mit seiner blöden Bubble. Hält aber auch lange, ey. Flug doch mal. So, jetzt aber hier. Stirb. Noch ein Schweinchen. So, und dann den hier. Zack. Ganz viele Einheiten hier. Krass. Egal, wir rotzen alles kaputt. Achso, der Panda, den können wir mal ranholen. Dahin. So. Ruhe der Heilung. Ah, sehr gut. Klong. So. Genau, Panda-Bär. Der kann hier mal ein bisschen was zerstören. Da. Jetzt auch gegen Gebäude? Ah, cool. Jetzt seid ihr vom Aussterben bedroht. So. Die machen noch ihr Ding. Wusch. Will ich einfach mal alles platt machen. Heilung haben wir noch mal, glaube ich. Genau. Klong. So, müssen wir nur noch hier die Base zerstören. So, zack. Das dauert alles ein bisschen lange. Die Häuser lasse ich einfach stehen. Noch egal. Ja, so. Ich mag das alles kaputt zu schlagen. Das macht Laune. So. Schweinchen rausholen. Oh. Mehr Action hier. Dann sollten wir vielleicht mal helfen. So. Ah, jetzt haben wir den Hafen. Der Goblinhafen, von dem Jaina gesprochen hat. Nun können wir ihre Kampfschiffe anheuern und die Blockade durchbrechen. Die Schlachtschiffe zerstören. 0 von 6 zerstört. Ah ja. Aber ich kann die gar nicht steuern, oder? Ach so. Ah, machen die selber. Ja, wunderbar. Der ist ja super. So, da ist noch ein Turm, da ist noch ein Turm. Das ist ja fantastisch. Aber ich kann. Ah, jetzt kann ich sie steuern.
Okay, warte mal, mache ich das mal auf die 2. So, lalalala, mal gucken, wo wir hin müssen. Ah, das ist gut. Ah, mach den Turm kaputt. So, mal sehen, wo noch Schiffe sind. Oh, ah, da sind welche, okay. Was liegt vor mir? Oh. Aha, Ersatz kommt automatisch. Da, 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 da. La, 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 la. So, 1 von 6 haben wir zerstört. Wunderbar. Natürlich schon fies, dass hier überall so kleine Inseln sind, aber egal. Die spawnen ja eh automatisch neu. Was machen wir denn hier derweile? Ja, wir können ja unten mal die Goldmine noch freiräumen. Ansonsten kann ich mit den Helden nicht viel machen. Gut, ich könnte das Transportboot benutzen, aber da warte ich lieber auf die neuen Schiffe. Kommen wir eh von ganz alleine. Die sind geil. Guck mal, 1000 Life haben die. Alter Schwede. Das ist fett. Aber wir können leider keine Luftanhalten angreifen. Das ist ein bisschen blöd. Naja. Guck mir eh automatisch neu. Kein Problem. Was macht der denn? Hä? Ah, jetzt kann ich angreifen. Stirb! Oh, Mist, das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Egal, wir kriegen ja neue. Mal kurz ein bisschen abseits hinstellen. So. So, 3 Stück waren das, ne? So, machen wir einfach mal hier so oben hin. Hier auch. Gewissen zugucken, das ist auch mal ganz cool. Lalala, lalala, lala. Ja, auch ein guter Klingelton, oder? Oder SMS-Ton. WhatsApp kommt dann da, 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 da. Ah, die können die angreifen. Ah, super. Ist ja fantastisch. Okay, ja, perfekt. Ich komme von hinten. Aber wieder diese geilen Kollisionsgrößen hier. Bleh. Ah, die machen das schon. Ich hoffe, dass die Menschen nicht auch unbegrenzten Nachschub haben, aber so Step by Step kriegen wir hier alles kaputt. So. Ah, da ist wieder ein großes Kriegsschiff, okay. So, 2 von 6 zerstört. Noch ein bisschen Verstärkung hier. Bisschen Nachschub ranholen. So, ja, wo sind denn hier die Feinde? Mal, müssen wir mal hier ein bisschen gucken. Da ist auf jeden Fall ein Geschützturm. Ah, cool. Guck mal, wir haben mehr Range als der Turm. Aber leider ist er so ein blöder Gyrokopter. Der uns jetzt auseinander nimmt, das eine Schiff. Oder? Er fliegt weg. Na gut. Umso besser. So. Schiffe, Schiffe, Schiffe. Das ist auf jeden Fall ein Turm. Ja, schießt sie runter. Mist, Mist, Mist. Da müssen wir nochmal eine ganze Flotte gleich ranholen. Die machen aber gut Schaden hier, die... Alter, guck mal. Alter Schwede. Okay. Wir brauchen Verstärkung. Ah, da sind sie. So, okay, pass auf. Wir gehen mal jetzt hier links lang. Ich habe mal da ein bisschen mehr Glück. Diese riesigen Kollisionsgrößen von den Schiffen verstehe ich überhaupt nicht. Also klar, es macht natürlich Sinn, dass die Schiffe nicht aneinander rumreiben, aber es nervt halt wie Sau im Spiel, wenn die sich nicht ordentlich fortbewegen können, weißt du? Aber da ist auf jeden Fall Kriegsschiff. So. Alles abballern hier. So. Und da ist das Kriegsschiff, das rotzt man einfach weg. 3 von 6, wunderbar. Da ist noch ein Schiff. So, da sind noch ein paar Truppen an Land. Ach, es sind wie diese Schiffe weg, verdammt. Ich hasse das. Das ist voll doof gemacht. Naja.
Egal, die Türme müssen trotzdem weg, so oder so. Ah, wir warten einfach, oder? Na, komm auch. Hochholen. So. Wir treffen uns mal mit denen. Aha, da hinten sind noch die letzten paar. Moment. Zack. Okay, dann gehen wir hier links rum quasi, ne? Müssen wir hier um die Insel rum. Weiß gar nicht, ob die hier relevant sind, diese Einheiten, aber egal. Ich schieße sie einfach trotzdem weg. Macht ja nichts. Machen sogar ein bisschen AOE-Schaden und reißen noch die Bäume raus. Perfekt. Moment, den Turm hier auch noch weg. Weil der ist nämlich besonders fies. Nein, lass mein Schiff in Ruhe. Ah. So. Dann wird es hier oben sein. Mal kurz hier sammeln. Attacke! Wir werden angegriffen! Mist, es sind die kleinen Kackbude wieder weg. Ach, hätten sie ruhig ein paar mehr hinstellen können. Naja. Wird schon passen. Unsere Boote sind ja deutlich stärker als die hier, wobei. Wir sind gleich stark, aber wir haben drei, der hat nur eins. Insofern passt das schon. Mal, wie schießen so coole Feuergeschütze ab und der nur so Steine? Ich mag die Ork-Boote jetzt schon mehr. Nur 4 von 6. Hm. Ja, die sind gleich im Eimer hier. Da, komm, wir machen noch den Turm hier kaputt. Dann stört er uns nicht nachher. Wie die Viecher hier platzen. Nur weil sie in der Nähe sind. Oh, guck mal, wir kriegen sogar Level-Ups. Nice. Ulti Stufe 2? Cool. Stufe 2, habe ich gar nicht gesehen, wie stark die jetzt ist. Krass. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Ja, ansonsten. Das hier vielleicht noch. Kriegen wir noch kaputt. Wenn wir Glück haben. Ah, nee, schafft man nicht mehr. Okay, dann warten wir hier unten einfach. Die kommen ja gleich wieder. Eins. Na komm, Nummer zwei. Los. Trau dich. Trau dich. Du kannst das. Ja, sehr gut. Lala. So, dann müssen wir hier hoch. Und dann wahrscheinlich hier einmal hinten rum noch, am Rand der Map. Ah, da ist auch noch eins. Hab ich gar nicht gesehen. Warte, dann holen wir uns das erstmal. Das ist ja viel, viel näher. Und da ist ein Söldnerlager. Ah ja, okay. Komische Flugmaschinen, die sind voll ätzend, ey. Ah ja, ja, sterbt einfach. Oh, weg mit dir. Und der Dicke auch noch. Mist. Na gut, viel können wir hier eh nicht mehr machen. Zieh mal das Schiff hier zurück, der Rest kommt eh gleich neu. Da sind sie, genau. Na? So, schicken wir die hier hoch. Und dann holen wir uns noch das letzte Schiff, da können wir gleich hier so ein bisschen in die Richtung fahren. Na, quasi hier so rum und dann hier hinten hin, da wo mein Finger hin zeigt. Da, das habe ich geklickt. Da, 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 da. So. Genau, ran da. Einfach mal Angriffsbefehl in die Richtung, wird schon passen. Und auch einfach Kamikaze durchfliegen. Oh, weg mit dir, genau. Komische Flugdinger, überall. Spawnen die neu? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, da ist es schon, genau. Nummer 6, das letzte. Von hinten. So, und tschüss, Nummer 6. Meere aus Blut abgeschlossen. So, was kommt nun? Ein Video, sehr schön. Der Blockadering ist durchbrochen.
Bemannt die Transporter, rasch! Wir müssen auf Terramor landen und die Verteidigungseinrichtungen des Admirals vernichten. Ihr habt euch wacker geschlagen, Rexar. Ihr seid der geborene Anführer. In mancher Hinsicht erinnert ihr mich an Hellscream. Habt Dank, Kriegshäuptling. Nun bleibt nur noch eine Aufgabe. Wir müssen die Zitadelle stürmen und Admiral Proudmoore ein für alle Mal erledigen. Genau das werden wir auch tun. Terramor-Stadt. Während die Blockadeschiffe brennen und auf dem Boden des Meeres sinken, landet die Horde am Ufer der Terramor-Insel und greift die Mauern der Stadt an. Die Jahre der Unterdrückung durch die Menschen haben den Orks mit Hass und Wut erfüllt. Und jetzt stürmen sie mit aller Macht gegen Admiral Proudmoore persönlich an.